Gengar ist ein Pokémon mit den Typen Geist und Gift, existiert seit der ersten Spielgeneration. Seit der sechsten Spielgeneration kann es sogar eine Mega-Entwicklung zu Mega-Gengar durchführen und seit der achten Spielgeneration eine Entwicklung zu Giga-Dynamax-Gengar. Ja, es ist ein dunkelviolett gefärbtes Pokémon, dessen Torso von ovalrunder Gestalt ist und oben am Körper sind zwei spitze, breite Stacheln zu sehen, die an Ohren erinnern. Auch laufen mehrere kleinere Stacheln den Rücken herunter und direkt unter den Ohren sind die beiden Arme angebracht. Diese sind kurz, eher breit und an ihren Enden sind drei kurze Finger zu sehen. Ebenfalls sind seine Beine relativ dick und kurz. Die Füße sind sehr klein und mit drei kurzen spitzen Zehen bespickt. Hinten besitzt Gengar einen kurzen, dicken Schwanz und da der Körper eigentlich nur aus einem Kopf besteht, an dem die Extremitäten angebracht sind, ist das Gesicht relativ groß und liegt in der Mitte des Körpers. Gengar hat zwei große Augen, die aus einer roten Lederhaut und einer kleinen, schmalen, schwarzen Pupille bestehen. Ferner hat es einen großen Mund, der zu einem Grinsen geformt ist und seine weißen Zähne sind dabei sehr gut zu sehen. In der Frontalansicht ist Gengars Silhouette fast mit der von Igastanish identisch. Allerdings unterscheiden sie sich etwas in der Seitenansicht, da Gengar noch einen dreifachen Stachelkamm auf dem Rücken trägt. Hat sich Gengar mit Hilfe eines Gengar-Nieten zu einem Mega-Gengar entwickelt, ändert sich seine äußere Erscheinung ins sowieso schon groteske. Farblich sind die einzelnen Körperareale zweigeteilt. Der obere Bereich ist wie in der Normalform dunkelviolett, dagegen färbt sich der untere Körperbereich dunkelrosa. Die beiden Ohren und die Stacheln am Rücken sind länger geworden und auch von der Anzahl her gestiegen. Sein Schwanz ist zu einer vierstacheligen Struktur herangewachsen und auch seine Hände bestehen nun aus dicken Strukturen mit vier verschiedenen großen Stacheln, die in Richtung der Arme zeigen. Füße besitzt das Pokémon nicht mehr und seine Pupillen sind etwas dicker und besitzen nun halbkreisartige Ringe. Schließlich sitzt dann auf der Stirn von Gengar eine kleine, runde und goldene Platte mit einem schwarzen Punkt im Zentrum, was einem dritten Auge ähnelt. Und schließlich gibt es noch die Giga-Dynamax-Form, da wird es riesig, hat weiterhin diesen kurzen Schwanz und diese Stacheln am Rücken. Er hat nun so, ja, so halbmondartige gelbe Augen. Man sieht vorne die großen Zähne, sein Mundraum ist so rosa, bis je tiefer es nach unten geht, schwarz gefärbt. Eine riesige, ja, lila Zunge kommt rausgestreckt und ja, es hat noch zwei Füße, die, mit denen es dann quasi so auf dem Boden sitzt. Abschließend kann man noch die Shiny-Form betrachten, die ist bei Gengar minimal heller gefärbt und Mega-Gengars Körper ist nun von weißer Farbe, glänzt jedoch etwas und seine Lederhaut ist grau. Gengar erlernt per Levelaufstieg, mit Ausnahme von Horrorblick, ausschließlich Attacken der Typen Geist, Psyche und Unlicht. Somit lernt es trotz seines Gifttyps keine Attacke dieses Elementartyps. Lediglich per Zucht kann es Smog und Clairsmog von allein erlernen und Giftattacken wie beispielsweise Gifthieb oder Giftschock kann es aber generell in großer Stückzahl per TM erlernen. Beim Levelaufstieg sind Finsterfaust, Schlecker, Tiefschlag und Gegenstoß die einzigen physischen Angriffe, die es von allein lernt. Der Hauptteil seines Attackenrepertoires teilt sich gleichermaßen in Status- und Spezialattacken auf. Typische Statusattacken dieses Pokémon sind beispielsweise Groll, um die Angriffspunkte des Gegners zu senken, oder Horrorblick, um diesen dann an der Flucht zu hindern. Abgangsbund sorgt zusätzlich dafür, dass es den Gegner mit sich nimmt, falls es von diesem besiegt wird. Mittels Hypnose kann es Gegner einschlafen lassen und dann dem schlafenden Pokémon mit Traumfresser und Nachtmar gehörigen Schaden zufügen. Ebenfalls erlernt es Fluch, der wie bei allen anderen Geist-Pokémon etwas anders funktioniert und nach Einsatz der eigenen Kraftpunkte den Gegner verflucht und ihm jede Runde stetig eine beträchtliche Menge an Kraftpunkten raubt. Mit starken Spezialangriffen wie Schwubball oder Finsteraura nutzt es seinen überdurchschnittlichen Spezialangriff, den es mit einer guten Initiative verknüpft, und mittels Bürde erreicht es eine Angriffsstärke von 130, wenn der Gegner von einer primären Statusveränderung betroffen ist. Diese kann beispielsweise über die per TM erlernbaren
Attacken Irrlicht und Toxin oder Matschbombe erreicht werden und ferner kann es per TM noch kraftvolle Spezialattacken wie Zauberstein, Donnerblitz oder Psychokinese erlernen. Die Anzahl der physischen Attacken, die es per TM erlernen kann, hält sich jedoch in Grenzen. Die nennenswerteste von ihnen ist wohl Explosion, die wohl eine Anspielung auf seinen Gaskörper darstellt und somit lässt sich festhalten, dass Gengars Move Pool hauptsächlich auf Status und speziellen Attacken beruht. Zu seinen Fähigkeiten gehört lediglich Schwebe in den ersten 6 Generationen, somit konnte Gengar seine Bodenschwäche als Gift-Pokémon kompensieren. In der 7. Generation wurde dies geändert und Schwebe zu seiner einzigen Fähigkeit Tastfluch umgewandelt. Wer das Pokémon mit Tastfluch mit einer schadenzufügenden Attacke getroffen, so besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass die jeweilige Attacke für 3 Runden blockiert wird. Wird das Ziel besiegt, kann die Attacke dennoch blockiert werden, nicht aber wenn ein Delegator getroffen wird. Attacken, die mehrfach treffen, besitzen jeweils eine eigene Wahrscheinlichkeit, Tastfluch auszulösen, allerdings wird die Trefferfolge nicht unterbrochen, wenn die Attacke blockiert ist oder blockiert wird. Bei Exemplaren, die aus einem der früheren Spiele nach Alola transferiert werden, wird folglich Schwebe überschrieben. Da dies aber nach wie vor seine einzige Fähigkeit in seiner regulären Form ist, gehört Gengar zu den wenigen Pokémon ohne versteckte Fähigkeit. Nach seiner Mega-Entwicklung werden all seine Fähigkeiten so lange durch Wegsperre ersetzt. Hier hält es seinen Gegner mit seinen Händen unterirdisch fest. Wegsperre verhindert nämlich, dass der Gegner aus dem Kampf flieht oder in seinen Pokéball zurückgerufen werden kann, solange das Pokémon mit dieser Fähigkeit am Kampf teilnimmt. Die Attacken Staffette, Voltwechsel und Kehrtwende sowie das Item Wechselhülle erlauben ein Auswechseln des Pokémon. Die Fähigkeit Angsthase und der Rauchball ermöglichen lediglich die Flucht vor wilden Pokémon mit Wegsperre. Wegsperre verhindert ebenso wenig die Wirkung des Fluchtknopfes. Dies wird sehr gerne mit der Zuchtattacke Aussetzer gegen Wahl-Item-Nutzer kombiniert, beziehungsweise generell mit der Attacke Abgangsbund. Und aus diesem Grund wurde Mega Gengar bei strategischen Turnieren in die Kampfklasse Uber eingeordnet. Gengar können in freier Wildbahn recht selten beobachtet werden, weisen aber dennoch ein sehr großes Verbreitungsspektrum auf. So ist dieses Pokémon mit Ausnahme von Hoenn in allen bisher bekannten Regionen heimisch. In Hoenn wird seine natürliche ökologische Nische allerdings von den dort in großen Anzahlen heimischen Evolutionslinien von Zwielicht und Schuppit besetzt, sodass dort bisher noch keine stabile Population Fuß fassen konnte. Als Lebensraum bevorzugt dieses Pokémon dunkle Orte, da es recht lichtscheu in Bezug auf Tageslicht ist. Zu diesen Orten gehören beispielsweise verlassene alte Gebäude, Ruinen jeglicher Art, dunkle Höhlensysteme und Mausoleen. Seine Anwesenheit dort ist leicht daran zu erkennen, dass die Umgebungstemperatur von um 5 Grad abkühlt. Dies liegt daran, dass es sich im Schatten von Menschen und Pokémon versteckt und deren Wärme absorbiert, sodass man anfängt zu frieren. Ein plötzlicher kühler Luftzug kündigt meist Gengars Besuch an, dass die Wärme der Umgebung absorbiert hat. Läuft es einem plötzlich eiskalt den Rücken hinunter, wurde man sogar von Gengar als nächstes Opfer auserkoren. Außerhalb dieser Orte ist jedes Pokémon strikt nachtaktiv oder dieses Pokémon eben nachtaktiv und kann in alten, dichten Wäldern, Sümpfen, einsamen Berghängen und besonders häufig an Friedhöfen angetroffen werden. Man kann es besonders bei Mondschein manchmal erspähen. Nachts kann es passieren, dass man so von seinem eigenen Schatten im Licht einer Straßenlaterne plötzlich überholt wird. Dann ist dies ein Gengar, das an einem vorbeiläuft und sich als eigener Schatten ausgibt. Dieses Pokémon erschreckt bei Vollmond liebend gerne Passanten mit furchterregenden Schattenspielen. Mit besonderer Vorliebe erschreckt es aber Wanderer, die sich in den Bergen verlaufen haben. Ein heimtückischer Blick von glühenden Augen im Dunkeln gehört meist einem Gengar, das sich freut, Flüche auszustoßen und seine ahnungslosen Opfer im Regelfall auch mit diesen furchtbaren Flüchen belegt. Bei der Jagd stellt es sich in deren Schatten oder in den Schatten dunkler Räume und wartet auf eine günstige Gelegenheit. Ist diese gekommen, schlägt es zu und entzieht seiner Beute ihre Lebenskraft.
Bezüglich seiner Entstehung sagt man, es sei aus der Dunkelheit entstanden, um denjenigen, die sich in den Bergen verirrt haben, das Leben zu rauben. Theorien besagen aber auch, dass Gengar deshalb den Menschen das Leben raubt, um einen Begleiter an seiner Seite zu haben, der wie es selbst einmal ein Mensch war. Mega Gengar versteckt sich nicht mehr im Schatten seiner Opfer, sondern taucht in anderen Dimensionen ab und wartet dort auf eine günstige Angriffsgelegenheit. Der Sprung zwischen den Dimensionen hat ihm erst die Energie der Mega-Entwicklung möglich gemacht. Seine Auffassung von Freundschaft ist jedoch höchst seltsam. Mega Gengars Vertrauen gewinnt man nur, wenn man als Beute aus seinem Speiseplan steht. What the fuck? Nochmal zum Thema Entwicklung. Gengar ist eben ein Pokémon der Stufe 2 und entwickelt sich aus Alpalo, welches sich wiederum aus Nebulak entwickelt. In den Spielen werden diese Entwicklungen durch das Erreichen von Level 25 bei der Entwicklung Nebulak zu Alpalo bzw. die Ausführung eines Tausches ausgelöst bei Alpalo zu Gengar. Seit der 6. Spielgeneration kann es dann eine Mega-Entwicklung zu Mega-Gengar durchführen und seit der 8. Spielgeneration eine Giga-Dynamaximierung zu Giga-Dynamax-Gengar. Im Laufe seiner Entwicklung nimmt Nebulaks unförmiger, instabiler Gaskörper immer mehr Form an. So wird bei der Entwicklung zu Alpalo der ehemals recht stabile Gaskern von Nebulak zu einem großen Kopf mit kleinem Torso ausgeweitet. Das umherwabernde Gas verschwindet und am Kopf Alpalos sind die ersten Hörner und Zacken zu erkennen. Außerdem verfügt es nun über zwei freischwebende Hände und entwickelt es sich dann nochmal durch Tausch zu Gengar weiter, so wird seine humanoide Körperform nun noch weiter verstärkt. So steht Gengar nun dann auf zwei Beinen und die Hände sind über zwei Arme mit dem Körper verbunden, was beides Alpalo vorher vollends fehlte. Zusätzlich sind Alpalos Zacken nun in ausgeprägterer Form auf Gengars Rücken gewandert. Zwei ausgeprägte Hörner auf dem Kopf sind allerdings geblieben und im Verlauf seiner Mega-Entwicklung verlängern sich Gengars Zacken noch einmal ein Stück und der untere Teil seines Körpers sowie seine Hände sind nun im Untergrund verborgen. Die Grenzflächen zum Boden leuchten bei der mega entwickelten Form erstmals in einem intensiven Magenta und auch seine Hände sind nun wieder deutlich ausgeprägter und ähneln viel mehr denen Alpalos. Zusätzlich trägt es im Gegensatz zu seinen Vorentwicklungen nun ein leuchtend gelbes Auge auf dem Kopf und bei seiner Giga-Dynamax-Form hingegen befindet sich der untere Teil Gengars nun im Boden und nur der Kopf sowie die Arme sind sichtbar. Seine Augen färben sich gelb und aus dem riesigen geöffneten Maul kommt eine lange Zunge. Abschließend die Typ-Schwächen, die verändern sich natürlich nicht im Vergleich zu den Vorentwicklungen, weiterhin Geist und Gift. Somit ist es immun gegen Normal und Kampf, nimmt Viertelschaden gegen Gift- und Käferattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Feeattacken und doppelten Schaden gegen Boden, Psycho-, Geist- und Unlichtattacken. Ausnahmen: In Generation 1 macht Käfer normalen Schaden, erst ab Generation 2 nur noch Viertelschaden, da aufpassen. Und in Generation 3 und 4 macht Boden keinen doppelten Schaden, sondern ist immun. Auch da aufpassen, welches Spiel ihr spielt, dass ihr da auf die Typ-Schwächen achtet.